Ist hallo YouTube. Only, nee. Oh. Oh. Hallo. Ich bin in dem IS-7 unterwegs und der Andi im T57 Heavy, der ist nämlich auch wieder mit dabei. I to the K to the Ramba. Oder so. Ich mag die Map übrigens von der Seite nicht. Wir sind auf Moor und von der Seite ist sie irgendwie ein bisschen anstrengend. Wobei ich hoffe, dass ich schnell genug durchfahren kann, dass ich mich vielleicht hier hinten in die Kuhle verziehen kann. Das wäre jetzt so der vorrangige Plan und da vielleicht ein bisschen rumdümpeln kann. Mal gucken. Da muss ich jetzt gleich an ein Lied denken. Moor. Ja. Gimme Moor. Moor. So. Ich mag hier oben, das Ding mag ich eigentlich ganz gerne. Also hier stehe ich ganz gerne. Fahre ich aber lieber von der anderen Seite hin. Weil hier kriegst du irgendwie, weiß ich nicht. Also du kannst dich nicht jetzt hier nach links bewegen, weil du dann von da Feuer kriegst. Das ist ein bisschen doof. Ja. Also du musst hier quasi diese Linie lang fahren. Du musst eigentlich geradezu fahren und wenn die Gegner eine Arti haben und du dich dann hier geradezu hinstellst, dann kriegst du Feuer von der Arti da. Und wenn du von der anderen Seite startest, dann kannst du dich so hinstellen, dass du eigentlich zumindest halbwegs Arti-safe stehst und du kannst hier zum Beispiel auch hinten durchfahren, hinter so ein Haus und da stehst du auch Arti-safe und kannst auch ein bisschen gambeln. Und da kommst du leichter hin von der anderen Seite als von der Seite hier. Also da, wo ich jetzt hinfahre. Ich hoffe ja, dass hier jemand käme, weil der AMX 50, 120 und ich, wir hätten bestimmt nicht Spaß. Ich bin hier. Ja, ich meine so einen Clip, so einen Ketten und dann bam weg, weißt du? Aber da ist ein STI. Oh, die haben sogar eine Conqueror GC. Das sehe ich gerade. Alles klar, da sind so ein paar Gegner. Ach komm. Ah, jetzt muss ich zum Beispiel bei der Conqueror GC aufpassen. Weil die tut nicht nur weh. Sondern die tut auch noch weh. Er tut auch weh? Mhm, die tut ganz schön weh. Aber ich kriege gerade Assisting Damage, weil ich die alle gespottet habe. Ich bin ja ein Mega-Spotter gerade. A-O-I. I-O-A. Hier ist die Sibbene. Da ist die Conqueror GC schon. Das zeige ich es nicht. Aber dafür repariere ich jetzt nicht. Da repariert er nicht. Da repariere ich jetzt nicht. Hat einfach nichts. Die Kohle will er nicht ausgeben. Habe ich gerade einfach nicht nötig. Blink, blink. So, dann ziehen wir uns mal zurück, weil die Conqueror GC müsste bald nachgeladen sein. Und dann kann sie von mir aus auf jemand anders feuern und nicht auf mich. IOA. Stronger Ramba. Tricky, aus Rios letzten World of Warships Video, du meintest den Drachen Kriso, der immer Feuermann werden wollte und nicht Spyro. Stimmt, also Kriso hieß der Drache, der Feuermann werden wollte. Ich meinte aber Spyro wirklich wegen am Computerspiel, aber ich. Ab und an verwechsel ich so Sachen oder habe im Kopf schon wieder den nächsten Satz, den ich eigentlich erst danach sagen wollte. Oder bist ein bisschen konfus bei mir. Oder bist einfach verwirrt. Oder das auch das regelmäßig. Hi, ihr Sieben. Wie geht's? Da habe ich dir wohl gerade mit normaler Munition unten durch die Wanne geschossen. Das kann mal vorkommen. Was machst du jetzt da eigentlich? Achso, nee, ich wollte ja laden. Du zielst auf mich. Ich fahre aber jetzt nicht raus. Was tust du jetzt? Das war eine Arti? Wir warten nämlich kurz einen Moment und dann würde ich entweder... Würde ich raufpushen? Ich würde, glaube ich, mal raufpushen. Sie zielt zwar die ganze Zeit zu mir, aber... Hey. Genau das habe ich erwartet, mein Lieber. Da kriegst du voll in die Ketten. Flash. Voll in die Kette. Ich weiß, dass du noch am Nachladen bist. Deswegen fahren wir einfach mal... Oh. Ups, das war jetzt natürlich nicht so geplant. Natürlich Arti. Oh, Arti und ich, wir sind so dicke Freunde im Spiel. Oh, da hast du verschossen. Tja, das war's wohl mit dir. Er hat sich gut geschlagen. Immerhin hat er mich einmal getroffen. Er war stets bemüht, er hat mich einmal getroffen. Ich ihn dreimal, aber gut. Er war stets bemüht. Er kriegt die Note 3 plus. Ich würde ihm eine 3 plus geben. Ja, 3 plus ist okay. Da wäre ich in der Schule zufrieden gewesen damit. Ach echt, ja. Ja, ich war jetzt nicht so der gute Schüler, muss ich gestehen. Oh, das ist aber schade.
Puff! Oh, da habt ihr beide die Conqueror GC weggesammelt. Das haben wir sie weggemacht. Das ist ein bisschen traurig. Streamt von euch jemand am Samstag die World of Warships Community? Ich definitiv nicht, weil Samstagabend ist bei mir eine gute Freundin angemeldet und ich werde Deadpool schauen, deswegen ich bin raus am Samstag mit Streamen. Lädst du mich ein, ich komme vorbei. Gerne, du, Tatsi, du bist immer eingeladen. wenn du in der Nähe wärst, hättest auch immer einen Schlafplatz. Eine Runde Deadpool. Ich eventuell, ich weiß es noch nicht. Ich werde mal gucken. Eigentlich hatte ich es vor, aber ich muss mal schauen, wie ich das auf die Kette kriege. Ist halt nicht immer ganz so einfach mit einer Tochter. Da wird man dann unter Umständen nicht immer ganz so flexibel, wie man, oder ist man nicht unter Umständen nicht immer ganz so flexibel, wie man das gerne hätte. Und dementsprechend muss ich da mal schauen. So. Ich würde sagen, das war es erstmal für die Runde. Wir sehen uns dann gleich in der zweiten Runde. Und da aber eventuell heute mal zur Ausnahme mal mit einem anderen Banja. Diese gleiche. Hallo YouTube! Wir sind zurück auf einer anderen Map. Ihr habt ja gerade eine Runde mit dem IS-7 gesehen. Jetzt sind wir unterwegs auf Cliffs. Und der Andi ist natürlich immer noch mit dabei. Hallo Andi. WTE-100. Hallo nochmal und wieder schön, dass wir wieder da sind. Und ich bin im T110E5 mal kurz als kleines Gegenpol oder als kleinen Gegenpol zum IS-7. Ich werde direkt hinten in die Bananengasse fahren, denke ich. Um den beneide ich dich übrigens so ein bisschen. Den E5 hätte ich auch gern. Hast du den gar nicht? Nee, ich habe ihn nicht. Ich bin in den Amerikanern, bin ich erst beim M100. Nee, eigentlich sogar erst beim T32. Okay. So ist es wirklich. Also ich fand die Reihe ab dem T29 genial. Richtig cool zu spielen. Ist sie, definitiv. Und der T19 E5 war mein zweiter 10er übrigens. Und gerade nach dem HD-Rework ist der richtig genial geworden. Also ich fand ihn früher so ein bisschen... Ja, aber wie so eine Slot-Machine habe ich manchmal den Eindruck gehabt. Leider. Und schon wieder zwei Artis. Plink, plink. Und jetzt ist er aber richtig zuverlässig. Genialerweise. Ja, die haben schon wieder zwei Artis, das ist richtig. Ich würde auch gerne an den T110E5 an der Seite ran. Wir haben da aber gut Backup. Das heißt, ich kann jetzt mal hier so ein bisschen auf den Centurion Action X fahren. Oh Gott, was kommt denn da alles? Ach Gott, und wieder Gold. Eine Menge kommt da. Gold. Das ist echt viel. Ich muss jetzt auch mal ein bisschen aufpassen. Ja, ich ziehe mich mal zurück, ich will von hinten weiter reinhalten. Aber eben nicht so erste Reihe. Ja, mach das mal lieber. Hat der E100 auf dich mit Gold geschossen? Yep. Natürlich weniger clever eigentlich, ne? Neogo, hallo. Ja, eigentlich hey, ich schön durch und dann gib ihm. Ja, so sieht's aus. Jetzt schießt er schon mit HE drauf. Ist das ein Bot? Was? Oh, komm schon, ey. Oh Gott, einer ging so beim ST durch. Jetzt kommt der E100 natürlich auf mich. Oh, leck mich doch. Oh, schön von der Arti. Lol, was hab ich verpasst? Hat irgendwas gemacht, dass er mich reporten will. Ich weiß aber gar nicht was. Oh, jetzt schießt er mit Heat auf mich.
Mein Gott, ey. Mir ist alles zerschossen worden gerade. Holy fuckamoli. Kanone kaputt. Armoury kaputt. Hat er auf Gold, mit Gold hat er bei mir durchgeschossen und mir das Armoury gezogen, leider. Der EN-100. Und der, das Objekt 140 hat dann irgendwann auf HE umgeswitcht und hat mir jetzt die Kanone dann noch zerstört. Lol. Nicht ganz so ideal. Ich glaube, das müsste ein Treffer gewesen sein. Aber immerhin habe ich schon 3,7k Damage. Ah, 490. Und den habe ich gerade scheinbar auch getroffen, also müssten das jetzt 4k Damage sein. Nee, der, so gut die Runde vorher war mit dem 57er, muss ich sagen, läuft die jetzt gar nicht. Ah, dafür lief meine IE7 Runde jetzt nicht so mega ideal. Ist raus. Da steht noch irgendwo ein WT auf EN-100, da muss ich aufpassen. Bin One-Shot. Da ist er. Boah, ich habe die ganze Zeit eingezielt und wollte noch ein bisschen mehr Schaden von dem haben und krieg dann nur den Last Shot mit 70 Struktur oder so. Du hast eh schon so viel Schaden, lass uns auch noch schnell. Du schaust jetzt in der Endauswertung so doof aus. Ja. Bitteschön, Gold again on WT. Ich weiß Gott sei Dank nicht. Ich auch nicht. Ich bin kein WT und ich habe kein Gold geschossen. Beides nein. Schön. Möchtest du deine Endauswertung wirklich noch pushen, ja? Ja, die muss noch kurz hoch, schnell. So, ich geh mal ein. Jacki, hi, guten Abend. No, warum ziehen denn da alle hin? Ich hab wirklich, ich war direkt in der Nähe von dem. Ich musste nur kurz abdrücken. Und alle ziehen da schon hin. Das war bestimmt ein Snapshot von dem Centurion. So, die Runde war zumindest ganz gut ausgespielt von mir, finde ich. Schaden, Platz 1, das kann man lassen. Ah, ich bin gerade noch mal laden. Und Stahlwand habe ich bekommen, weshalb ich ihn Oh, 3200 immerhin, blockt bei Armor. Ja, T-107, toller Panzer. Aktuell ist er einfach nur extrem geil spielbar. Ich finde ihn auch immer noch ein bisschen zu stark im aktuellen Stadium. Gut, dann war es das für die Runde. Liebes YouTube, ich wünsche euch was und bis zum nächsten Mal. Tschüss!